Oh shit! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Tarkov. Man sollte vielleicht nicht links klicken, wenn man ins Spiel zurückklickt. Oh nee, habe ich so eine One-Shot-Pumpgun oder was? So eine Scheiße. Ja, wie gesagt, wir spielen heute wieder ein bisschen Tarkov, ja. Wo muss man überhaupt hin? Tor 3? Bunker? Okay, ja. Wir sind in der Scav-Runde. Super ärgerlich. Nicht generell, dass wir in der Scav-Runde sind, sondern die letzten zwei Runden, die ich aufgenommen habe. Die übrigens richtig geil waren, also no joke, die waren wirklich gut. Hatten einfach einen Aufnahmefehler. Was super ärgerlich ist. Oh fuck, da ist ein Typ. Da war ein Typ. Kommt der Typ? Also leck mich doch am Arsch, wenn das kein Scuff ist, dann weiß ich auch nicht. Naja. Jedenfalls. Wäre er näher, würde ich ihm einfach den Kopf wegschießen. Egal, ja, die beiden letzten zwei Runden waren richtig geil, aber leider konnte ich die nicht nutzen. Darum hoffen wir mal, dass die nächsten zwei Runden wieder gut werden, so von der Aufnahme her. Hat sich irgendwie mein Aufnahmeprogramm aufgehängt. Da gab es Black Screen, aber die Kamera funktionierte. Ich habe quasi die ganze Zeit ein Black Screen kommentiert. Ja gut. Der wird einfach komplett weggelootet, Alter. Alter. Wegwerfen, mitnehmen. Wegwerfen. Pass mal auf, durchsuchen. Wegwerfen, wegwerfen. One on Zucker! Selber Zucker! Oh, scheiße, Mama! Alter, was ist das denn für eine hammergeile Knöpfe? Oh shit. Fuck. Da hat er mich weggesuckert, ey. Fuck. Oh, hätte ich ein bisschen schneller looten müssen. Egal, wir sehen uns in der nächsten Runde. Und hallo zur nächsten Runde. Ja, wir sind diesmal kein Scav, sondern PMC wieder. Ich zeige euch mal, was ich mitgenommen habe. Ausrüstung. Hier so eine AK-105, ja, bisschen Schutzweste, bla bla, Helm, Micro-Rig, bla bla, hier so ganz wichtig Kekse. Das ist am wichtigsten. Ein ganz okay ein Rucksack, ja, von der Größe her. Okay. Drei Magazine. Ich habe gerade geguckt, ob ich Magazine am Start habe. Ah, wir sind, okay, sind wir am Umspannwerk, da müssen wir aufpassen. Ja, sind wir. Das bedeutet, wir gehen jetzt mal in diese Richtung. Da gibt es nämlich eine Waffenkiste. Wenn wir eh schon hier sind und Scavs laufen hier auch rum. Immer so 2 bis 3, glaube ich. Die könnten wir auch direkt wegmachen. Aber ich müsste mal wieder mit einem Scharfschützengewehr ins Game. Ich eigentlich Bock drauf, aber dann eher Shoreline. Mal gucken, ob die Waffenkiste schon weggelootet wurde.
Hat da einer Bock? Keine Ahnung. Scheinbar hat da jemand Bock. Wir gehen auf jeden Fall. Alter. Wir gehen da auf jeden Fall gleich wieder zurück. Oh, shit. Und eigentlich nur da lang. Müssten auch mal gucken, wo wir hier rauskommen. Da ist die Waffenkiste. Komm schon, Baby. Eine Granate. Nehmen wir alles mit. Ich sag euch, was wir jetzt machen. Wir laufen. Achso, warte mal. Emma kommt Kraftwerk, Lul. Kraftwerk war mal gerade. Loch im Zaun. Safe Room. Emma. Oh, ich bin eher so für Emma kommen. Aber vorher laufen wir zurück. Denn auf der anderen Seite von dem Umspannwerk ist auch eine Waffenkiste. Und im Umspannwerk gibt es noch so ein paar Toolboxes, die wir auch weglooten könnten, ne? Mal gucken, vorhin wird hier auf uns geschossen. Wir könnten. Ach, scheiß drauf. Irgendwie keinen Bock direkt. Geil. Leer? Nee. Hab keinen Bock ins Umspannwerk direkt zu gehen. Boah, geil, Kekse. Nice. Medizin, nie verkehrt. Gucken, ob wir uns so ein bisschen außenrum schlingeln können. Seht ihr was? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts mehr. Kann ich hier rein? Nein. Laber nicht. Da war doch gerade ein Typ oder was? Sag mal, bin ich dumm oder war da gerade ein Typ? Da war doch gerade ein Typ? Oder nicht? Und ich so, hä? Okay. Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Offensichtlich gibt's da
Unstimmigkeiten da drin. Aber ihr wisst ja, was man sagt, ne? Wenn sich zwei erschießen, überlebt der Dritte. Wir gehen direkt hier Waffenkiste. Mal gucken, dass wir nicht von hinten erschossen werden. Nice. Damn. Kekschen. Nom nom nom. Geil. Hä? Ist das jetzt gelootet oder nicht? So. So, hier gibt's eine Toolbox. Und hier gibt's noch eine. Einfach beim durch die Tür laufen verlaufen, ey. Okay. Drähte und ein Relais. Ich habe Schritte gehört. Ich hab doch einfach Safe-Schritte gerade gehört. Naja. Gut. So, ich guck mal auf die Map. Wir müssten eigentlich genau da sein, wo wir hinwollen. Das heißt, wir gehen hier die Straße runter. Und sind dann schon in Richtung Emmacom unterwegs. Was ganz geil ist. Denn genau da wollen wir hin. Voll gelootet wären wir auch. Hier kommen wir jetzt an diesem Hole in the Zaun. Hole in Fans vorbei. Was ich eigentlich nicht so geil finde. Denn um den Ausgang zu benutzen, musst du deinen Rucksack ablegen. Was ich irgendwie ein bisschen dumm finde. Weil du könntest ja auch deinen Rucksack ablegen und als erstes durch das Loch im Zaun werfen und dann, aber egal. Ne? Und wir haben ja unseren Rucksack voll mit Loot. Von daher wäre das schon ärgerlich. Hier, das wäre das Exit. Seht ihr? Das macht man natürlich nicht so. What's up, worldwide oder was? Geil.
Hinten müsste eigentlich ein Durchgang sein. Ja, da. Da sind wir. Hier müsste noch was zu looten geben irgendwo. Oder? War nicht sowas wie eine Tasche hier in der Nähe? Hinten dran auch nicht. Ne, ich weiß nicht mehr. So. Jetzt müssten wir bald... beim Emma-Com-Ausgang sein. Vielleicht laden wir noch mal Ausdauer auf, bevor es brenzlig wird und wir sie bräuchten. Da ist der Ausgang. Gucken wir noch mal, was wir so dabei haben. Für jeden, den es interessiert. Nice. Haben wir tatsächlich überlebt. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde. Wahrscheinlich in der Scav-Runde. Bis dann.